Seit Jahren sorgen Rabattverträge für viel Aufwand in den Apotheken. Besonders kritisch sind Exklusivverträge mit nur einem Hersteller. Apotheker Bernd Stange kennt die zahlreichen Probleme. Also das Problem der Exklusivverträge ist ja im Grunde genommen, dass es nur noch eine Möglichkeit gibt, mit der der Versicherte zu Lasten dieser Kasse versorgt werden kann. Und wenn dieses Präparat ausfällt, dann führt das insofern zu Verunsicherung, als er ein gleichwertiges Ersatzpräparat bekommt, aber verschiedener Herkunft. Doch nicht nur die Patienten leiden, wenn ein Hersteller nicht liefern kann. Wenn wir ein Medikament nicht beliefern und dann nicht die von den Kassen vorgeschriebenen Formalien einhalten, dann bezahlen wir Apotheker das Präparat aus eigener Tasche. Das scheint man nun auch bei der AOK einzusehen. Weil es immer wieder Versorgungsengpässe gab, wie zuletzt bei den Grippeimpfstoffen, will die Krankenkasse nun Verträge mit 3 Partnern testen. Zu den Gründen der Entscheidung und weiteren Details wollte sich die AOK jedoch nicht äußern. Für die Apotheker bedeutet die Umstellung auf ein Mehrpartnermodell Erleichterungen. Das ist eine gute Entscheidung für die Kasse, weil wenn es 3 Rabattpartner gibt, dann wird mutmaßlich immer mindestens einer lieferbar sein.